Ein weiterer wichtiger Datentyp ist Boolean. Das ist ein sogenannter logischer Datentyp und steht für einen Wahrheitswert. Er kann nur die Werte true oder false, also wahr oder falsch, annehmen. Boolean werden verwendet, wann immer eine Frage mit Ja oder mit Nein, beziehungsweise mit richtig oder falsch beantwortet werden kann oder soll. Das ist insbesondere bei Entscheidungen oder bei Vergleichen der Fall. Will man nun zum Beispiel wissen, ob Bob älter ist als Alice, dann können wir das in Processing so formulieren. Hier habe ich schon das Alter von Bob und Alice initialisiert, und zwar Bob ist 25 und Alice ist 19. Jetzt deklarieren wir eine Variable vom Typ Boolean, in der wir speichern wollen, ob jemand eben älter ist als der andere. Also Boolean is older und wir wollen in is older nun speichern, ob Bob älter ist als Alice. Geben wir das Ganze nun aus und starten das Programm. Und wir sehen, Processing gibt uns true aus und das ist ganz korrekt, denn Bob ist ja älter als Alice. Drehen wir nun die Entscheidung um und schauen, was passiert. Wir wollen fragen, ob Alice größer als Bob ist, also das Alter von Alice natürlich, nicht die Alice selber. Und wenn wir das Programm jetzt noch einmal starten, dann sehen wir, Processing sagt, es ist false. Und auch das ist wieder korrekt, denn die Alice ist ja nicht älter, sondern jünger als Bob. Gerade in der grafischen Programmierung, im Bereich der Visualisierungen, Architektur und Kunst, spielen Farben eine ganz zentrale Rolle. In Processing gibt es daher einen eigenen Datentyp dafür, nämlich Color. In Variablen vom Datentyp Color können beliebige Farben gespeichert werden. Dazu wird deren RGB- oder auch Hexadezimaldarstellung verwendet. Schauen wir uns das gleich an. Wir haben hier ein Sketchfenster von der Größe 300x300 Pixel. Wir wollen jetzt nun den Hintergrund einfärben. Das machen wir jetzt mit einer Variable vom Datentyp Color, in der wir eine blaue Farbe speichern wollen. Color Blue ist gleich. Und jetzt kommt Color und in Klammern kommt eben die RGB-Darstellung für eben die Farbe Blau. Und die ist zum Beispiel 85, 147, 222. Jetzt noch das Einfärben des Hintergrundes von der Farbe Blau und wir starten das Programm und hier hat sich jetzt ein Sketchfenster geöffnet und es hat einen wunderschönen blauen Hintergrund. Diesen Farbcode in RGB- oder Hexadezimaldarstellung finden Sie für eine zugehörige Farbe ganz einfach über den Color Picker in Processing. Den haben Sie in Kapitel 2 ja schon kennengelernt. Wenn wir die Variable nun mit einem aussagekräftigen Namen versehen, dann behalten wir immer den Überblick, welche Farben wir im Programm verwendet haben. Man muss sich die Zahlenangabe eben in RGB oder Hex für bestimmte Farben dann nicht ständig merken und an verschiedenen Stellen des Programms gesondert eingeben. Farben können so auch einfach wiederverwendet und verändert werden.